Ihren Ausweis bitte. Ich gehöre hier zum Verein. Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, weil ich 25 Jahre lang im Koma lag. Sie können hier nicht einfach so wieder anfangen. Warum nicht? Es gibt Tests, die Sie absolvieren müssen. Entfällt im Schritt. Das habe ich noch nicht erlebt. Mit Bravour bestanden. Sogar besser als die 20 Jahre jüngeren Bewerber. Rein mental hat er auch deren Entwicklung stand. Sind immer noch Polizist. Hängen geblieben im letzten Jahrhundert. Stellen ihm jemand an die Seite, der diese Defizite ausgleicht. Bist du wahnsinnig? Das ist der Ex von Lisa. Das ist 25 Jahre her. Ja, aber nicht für ihn. Oh, ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Wir sind gleich im Krankenhaus. Und der Typ ist gemeingefährlich. Dann mal Rock'n'Roll. Das ist ein Vollblutpolizist. Schwer verwundet im Diensteinsatz. Kämpft sich nach 25 Jahren wieder zurück ins Leben. Mensch, Mick, das gibst du auch gar nicht. Bevor du unter die Leute gehst, bring ich dich wieder richtig in Form. Oh, aufstehen. We had some party, we got started. Ja, Mann. Baby, da bin ich. Mick, geht's dir gut? Es könnte nicht besser sein. Papa, alles okay? Ich sappe. Du weißt schon, dass ich verheiratet bin. Der Gartenzwerg. Scheiße! Ich muss das Schwein finden, das mir das angetan hat. Jackpot! Wie ist meine Tochter so? Verpiss dich aus meinem Leben, hau ab! Stimmt, Spaß wird doch wohl erlaubt sein. Sie sind so ein Idiot. Ja! Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Mick Briscoe, Kripo Essen. Du hast gleich eine Menge Stress. Ich habe nicht besonders viel Lebenserfahrung, aber ein ganz gutes Bauchgefühl. Das unterscheidet auch gar nicht zwischen Ölaugen und Brillenschlangen, sondern nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Und Sie gehören mit Sicherheit in die erste Kategorie. Schönen Tag noch.